Hallo und herzlich willkommen zu einem, naja, zu einer Demo, zu einem angezockt. Autosale Live Fresh Start. Ja, ich habe das Spiel jetzt mal gefunden, so ein bisschen. Ich habe es jetzt auch schon circa 3 Stunden für mich selber so ein bisschen gespielt. An sich finde ich das Spiel ganz cool. Ich würde auch gar nicht sagen, lange quatschen hier drum. Ich starte gleich rein. Und ja. Versuche euch, dieses Spiel ein bisschen näher zu bringen. Die Demo kann jeder von euch auch spielen. Ja, die ist für jeden von euch auch frei zum Download verfügbar. Den Link zu dem Spiel natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Auf geht's! Verlasse dein Zuhause und steige in dein Auto. Also die Putze sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Auch grafisch finde ich es ganz ansprechend. Allerdings ist es ganz schön verkantet und verwinkelt, die Bude hier. Wir halten uns hier auch, glaube ich, gar nicht lange drin auf. Wir spielen das Tutorial mit durch. Mal schauen, ob wir daraus vielleicht 1-2 Folgen machen. Weiß ich noch nicht, mal gucken. Die Demo bietet eine Menge schon und auch ziemlich lange Spielvergnügen. Wie gesagt, ich habe schon 3,5 Stunden drin. Oh, mal sehen. So, steige in deinen Wagen und begib dich zu deinem... Zum markierten Arbeitsplatz. Na, dann machen wir doch das weg. Alter Schwede, was für eine Drecksschleuder. Naja. Wir müssen mal einen Oldtimer fahren hier. So, dann wollen wir mal. Dann fahren wir mal hin, ne? Steuerung, naja, ist jetzt nicht gerade so prickelnd. Die Grafik sieht ziemlich verschwommen aus, obwohl alles auf Ultra steht. Aber ich denke mal, das kann sich in der finalen Version noch ändern. So, hier rein. Hier geht's rein, ja, hier geht's rein. Na, dann fahren wir hier rein. So. Steige aus dem Wagen und betritt den Arbeitsplatz und beginne mit deiner Arbeit. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann wollen wir mal gucken. Gehen wir mal rein. Das ist das Spiel. Scheint einen Story-Modus zu haben nachher. Denke ich mal. Zumindest zeigt mir das so in dieser Demo schon mal so ein bisschen. Ich habe leider in der Demo auch noch ein paar Bugs drin. Klappt nicht immer. Die besten Tage meines Lebens endeten mit einem Verrat. Von denen, die mir am nächsten sind. Meine Arbeit, meine Sache, mein Geld, alles weg. Jetzt ist es Zeit, von vorne anzufangen. Zur Rache. Jo. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal reinstarten hier in die Rache. Gut, gehe zur Kantine und hol dein Essen. Ja, dann wollen wir mal. Dann gehen wir mal dahin. So, haben wir. Setze dich und esse deine Mahlzeit. Mach mal. Von mir aus auch das. Hier zurück in deine Zelle. Okay. Alter, ist hier Strip-Party oder was? Zieht euch Sachen an, Mann. Was ist denn los mit euch? Stimmt mit euch nicht. Hauptsache, ihr läuft im Cowboy-Hut hier rum. Falsche Zelle. Das ist die richtige. So. Today, I am on the verge of regaining my freedom. I have been confined within the walls of a prison for a long time. Also, wir können die Geschichte auch überspringen, aber... I have spent days filled with regret, but now it's time to leave it all behind. Today, I am heading towards the city, gathering the courage to make a fresh start. I want to build a new life, leaving this past behind.
I have decided to take steps to fulfill a passion that I have nurtured within me for years. I want to open an art gallery in the city. My passion for cars and the thrill of the sound of ancient show me that I must pursue this endeavor. I want to take control of my life, write my own destiny. Autosale Live. Ja, ich habe euch das mal erspart, hier alles vorzulesen. Ich hoffe, ihr konntet das lesen. So. Geh und hole deine Sachen vom Sammelpunkt. Machen wir. Hier ist die Kantine. Hier ist noch falsch. Hier gibt's noch Futter. Lass mich raus. Geh weg. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Dann müssen wir doch hier durch. Ah, da. So, dann nehmen wir alles mit. Schön. Jetzt ist dann Zeit, nach Hause zu gehen. Dann tun wir das doch mal. Dann wollen wir doch mal. Könnt mir die Geschichte wieder überspringen, aber ich überlasse euch die jetzt erstmal so, dass ihr die selber nochmal mitlesen könnt. War ja nicht so lange. So, willkommen zu Autolive. Das ist dein Zuhause. Es ist ein wenig heruntergekommen, aber es wird für den Anfang reichen. Wenn du dich müde fühlst, kannst du dich im Bett ausruhen. Es gibt in diesem Spiel viele Aktivitäten, an denen du teilnehmen kannst. Sie zu kennen ist sehr wichtig, um voranzukommen. Also wie ihr unten schon lesen könnt, ne, es ist noch eine Demo-Version. Neben dem Kaufen und Verkaufen von Autos gibt es in dem Spiel noch verschiedene andere Geschäfte, die du betreiben kannst. Autowäsche, Parkplätze. Du kannst als Fahrer oder Kurier arbeiten, um zusätzliches Geld zu verdienen. Du kannst dir im Spiel Vorteile verschaffen, wenn du deine Fähigkeitspunkte erhöhst. Verdammte Scheiße, was ist denn heute los, Mann? Wenn du ein Fahrzeug verkaufst, beeinflusst dessen Sauberkeit und Schadenszustand die Sternewertung deines Geschäftes. Das Spiel hat auch einen Story-Modus. Baue dein Geschäft weiter aus, um sie freizuschalten. Na los, erkunde weiterhin die Welt von Autosale Live. Ja, werden wir nochmal tun, ne? Werden wir uns nochmal reingucken hier. Mission, ja. Gehe da raus und kaufe deine erste Galerie von dem Verkäufer, der wartet auf dich. Na, dann wollen wir nochmal ganz schnell gucken hier, was der so für uns hat hier. Na, Keule, zeig mal her hier. Die willst du mir verkaufen für 30.000. Den kleinen Bunker. Hast du eine Macke oder was? Tickst du noch ganz sauber? Naja, egal. Nehmen wir. So. Geh rein, schalte den Computer ein, gib deiner Galerie einen netten Namen im Reiter Galeriedesigner. Machen wir. Alter. Hat eine runtergekommene Bruchbude und das für 30.000. Bucher, Abzocke. So, hier. Gleich mal rein hier. So. Hier, das wäre was für uns. Hier, das hat er mir für 30.000 verkaufen können. Name der Galerie. Wir ändern den Namen. Schrotthaufen. So wie die Dinger da heißen, so wie die Dinger da stehen. Was, zu lang? Ach komm. Ah, was könnten wir denn da mal machen? Was könnten wir denn mal da machen? Wir könnten auch nur Schrotthandel machen, ne? Würde auch gehen. Schrotthandel? Schrotthandel. Ah, geht nicht weiter. Ja, das ist zu lang irgendwie. Irgendwie geht das nicht. Warte mal. Ach, wir können doch zurück. Naja, dann. So, dann setzen wir dann einfach noch ein Stück zurück. Ach, das geht nicht. Äh,
Na toll. Ich kann das Ding zwar zurücksetzen, aber das geht, mehr geht nicht. Naja, nennen wir es ganz einfach. So. So. Dann setzen wir das wieder ein bisschen in die Mitte. So. Name ändern. Fertig. Kauf dein erstes Auto. Gelange mittels Taxis. T. Zum Automarkt und kauf deinen ersten Wagen. Ja, dann machen wir das immer. Autoshop, denke ich mal. Wird's wohl sein. Dann fahren wir mal zum Autoshop. Wir schauen. Gehe und kauf ein Fiat Uno vom Automarkt. Das sind diese komischen kleinen Vehikel hier. Ja, zeig mich mal. Ja, quatsch doch mal Hallo, mit mir. welcome. 2000. Aha. Ja, wir gucken mal weiter. Moment. Vielleicht kriegen wir noch einen, der noch ein bisschen günstiger ist. Hallo, welcome. 1980. Wir kommen der Sache näher. Da noch einen. So, was willst du hier? Was willst du für den Schrotthaufen haben? Hello, welcome. 2000, geh weg. Dann nehmen wir den hier. Oh. Hello, welcome. Ja, hier. Yes, good Sehr deal. schön. So. Passe deinen Wagen an und stelle ihn zum Verkauf. Gib dich jetzt zum Reparaturdienst, repariere den Wagen oder passe ihn an. Dann machen wir das mal. Hallo. Sag mal. Du Vollidiot, du Trottel, du blöder Depp, du. Gib mir euch nicht. Geht mir aus der Sonne. Also die Lenkung ist noch nicht so wirklich ausgereift hier. Oh nein. Vorerst nicht aktiv. In-Cam. Schade. Na gut. Gut, dann wollen wir mal da hin und wollen das Teil mal reparieren. Dann gucken wir mal. Nein, wir Vollbremsung getestet hier, ob die Bremsen funktionieren. Ganz schön, ja, ganz schön die Räder. Das ist so bestimmt eine Menge kaputt an dem Haufen. So. Nun mach den Hobel auch aus. Was ist los mit dir? Ja, schön. Ich soll ihn reinbringen, aber irgendwie, ne, und so. Ja, genau. Wir müssen das noch reparieren. So, haben wir. Also ein pinkes Auto, ich weiß ja nicht. Na gut, wir lassen den mal so. Aber wir gehen ihn noch putzen. Na nun. Schön über den Bürgersteig hier. Bürgersteig hier. Dom. Dom. Haben wir hier ein bisschen über die Bürgersteige und dann passt das, ne? Das Rad vorne eiert immer noch. Ich weiß auch nicht. So, zack. Mach den Hobel aus. Einmal waschen, bitte. Komm. Essig-Credits für einmal Auto waschen. Hurra. So. Hallo. Wir versuchen den Scheißhaufen hier jetzt erstmal zu verkaufen. Meine Fresse, da hört sich der Keilriemen, den hört man auch schon kilometerweit, ne? Egal. So, wir setzen uns da mal ran. Und dann machen wir 2796. Ja, kommt hin, ne? 2796. Aber ich glaube, ich habe was vergessen. Moment, 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 Moment. Wir müssen erstmal die Skills machen. Und das da. Gut, als nächstes nehmen wir natürlich die Handverhandlungsdinger. Ist ja logisch. So, dann wollen wir mal verkaufen. Zum Verkaufsstellen. So, 2600, 2700. Ne, machen wir, komm, 4500. Nee, zu wenig. 5000, komm. Das ist schon fast zu viel, ja? 4750? Na, dann machen wir das so. Gut, haben wir. So. Ja, das habe ich doch schon längst gemacht.
Ich habe doch das Auto schon längst reingestellt. Will der mich vertoteiern hier mit seiner Tutorial-Mission? Jetzt heißt es warten. Also essen, schlafen und so müsste hier auch, ne? Wie ihr schon seht. Hier bei deren Troller hier könnt ihr Futter kaufen. Ganz schön teuer, der Kram. Ja, gib mir mal so einen Fisch hier. So Nemo. Gib mir mal Nemo. Wo könnt ihr damit. B, da könnt ihr dann ins Inventar gucken und dann könnt ihr den wegsnacken. So. Ich hab doch das erste Auto schon reingestellt. Was soll denn das? Muss ich das Ding jetzt wieder rausnehmen? Das ist das, was ich meine. Also, das ist noch ziemlich buggy alles. Oh. Irgendeiner steht schon da. Irgendeiner steht da. Ist da einer? Nein. Ja, merkwürdig, keine Ahnung. Auto habe ich reingestellt, so viel steht fest. Es ist 21 Uhr, wir gehen pennen. Dann gehen wir eben pennen, was soll's. Tür bleibt offen, kann jeder reinkommen. 8 Stunden sollten reichen, ne? So. Guck mal da, da steht eine. Da steht schon jemand. So, zeig mal her hier. Na, 4498? Ja, komm hier, kannst mitnehmen. Ibias. So, erkunde Autosale. Arbeite an dir, um Autos, Parkdienst erwerben und, und. Nebenbei, wenn du Geld brauchst, vergiss nicht, die Geschichtsmission zu machen. So, hier mit Quest können wir dann hier, ne? Da könnt ihr da mal reingucken. So, das wären dann die Quests. Hier hätten wir dann noch unsere Jobs. Die sind natürlich noch nicht aktiv. Jetzt möchte das Spiel natürlich von uns, dass wir zwei Autos kaufen und zwei Autos. Ja, jetzt gucken wir erstmal in die Skills rein. Handelsskills mache ich natürlich nochmal hoch. Und in der Zwischenzeit, wir haben es jetzt 6:18 Uhr, das heißt, wir können noch nicht viel machen. Ein Foto? Oh, Foto. Hey, heiß. Was macht der denn hier? Weil wir mit ihm hier machen alles. Field of View. Ja. X, take Foto. Aha. Okay. Ah, Hide UI. X, take Foto. Gut. Kann man mal machen. Also einen netten Fotomodus hat man auch hier drin. Aber irgendwie kommt man dann aus dem jetzt scheinbar nicht mehr raus. Es geht los. Ach doch. Warum habe ich jetzt da unten die FPS drin? Hm. Aha. Okay, keine Ahnung, warum jetzt da unten die FPS mit drin sind. Ich habe absolut überhaupt keinen Plan. Das ist dann jetzt einfach mal so. Ja, was können wir denn am Computer noch groß machen? Weil der Automarkt macht ja eh erst um 9 auf. Was haben wir hier noch? Das sieht mir fast so aus wie ein Lichtschalter. Keine Ahnung. Egal. So, wir gucken mal hier ran. Was haben wir denn da? Balloin. Eingekauft, warum auch immer. Gebotshöhe. Spielen. Was zur Hölle? Ich habe gewonnen. Okay, ich weiß zwar nicht, was ich gewonnen habe, aber irgendwas habe ich gewonnen. Kein Plan. Ich weiß nicht, was ich gewonnen habe. Naja, gut. Wir werden erstmal zum Autohändler nochmal. Parkplatz, Autowäsche haben wir ja noch nicht. Autoservice brauchen wir gerade nicht. Galerie brauchen wir auch nicht. O-Driver werden wir heute nicht mehr machen. Das machen wir dann eventuell in der nächsten Folge. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir hier vielleicht noch ein Auto gekauft kriegen. Obwohl mich das hier mit den FPS unten links gerade so ein bisschen nervt. Aber wir müssen jetzt einen Moment warten. Bin ja hier mal durchgehen. Ach, hier durchkommen. Oh! Selten das Auto gesichtet. Na, gut, schön. Ja, von mir aus.
Ja, mal durchgucken. Können wir uns immer hier hinhocken? Vielleicht können wir uns ja hinsetzen. Müssen noch einen Moment warten. Autoexpert. Okay. So, mir aus. Hey, Autoexpert, kann man irgendwas mit dir machen? Ach so, ich wollte dir mal erwähnt haben, aber ich glaube, dein Computer ist aus, Junge. Das stimmt mit dir nicht. Der tippelt auf einem ausgeschalteten Computer rum. Kann man mal machen. So, wir werden mal gucken. Also, müssen noch ein, zwei Autos kaufen. Jetzt stehen natürlich keine Billigkisten hier rum. Jetzt stehen nur die teuren hier rum. Die ist gerade am Telefonieren, die ist abgelenkt. 4-7. Handeln, können wir. Gut, wir handeln. 3-9. Mehr gibt nicht. 3-9. Mehr ist nicht drin. Nein, zu wenig. 3,59? Ja, dann nicht. Dann geh weg. Ja, halt die Klappe, geh mir nicht um den Sack, Mann. Stimmt mit dir nicht. 4-4. Hast du irgendwie zu viel Dampf geraucht oder irgendwas geschnüffelt? Stimmt mit dir nicht. 4-2. Mehr auf keinen Fall, Junge. Na, komm. 4-3, aber dann ist Schluss. Ja, dann nicht. So, was mit dir hier? Hier 7, es wird immer teurer. Es wird ja immer teurer hier. Ja, ich zeig dir auch gleich mal Vogelpoppe. Ob du. Ja, dann geh weg. Das sieht gerade echt ein bisschen schlecht aus für uns. Was will er denn für den Hof einen Hobel haben? 27.000, ja, komm, geh weg. Aber was wolltest du jetzt hier für den Hobel? Hier 7, 4.000. Du willst 4.000. Du willst 4.700. Geh weg. Und du willst 4.400. Ja, nehmen wir den ersten hier vorne für 4.000. Nehmen wir den hier. Ja, gib hier den Hobel. Ja, verzieh dich. Hast mich hier über den Nuckel gezogen. Telefonier mal weiter. Furchtbar. Nur noch 1.800, um die Kiste wieder heil zu machen. Heile machen, reparieren und sauber machen. Rums. Haben wir eine Bordsteinkante im Weg. Auch nicht schlecht. So. Und komm rum hier. Und der mit dir nicht, Mann. Ja, genau. Da wollte ich gegenfahren. Genau da wollte ich gegenfahren. So. Jetzt sag mir nicht, dass das hier zu teuer wird. Naja, 800. Kann man mit leben. Kann man mit leben. So. Dann wollen wir mal die Kiste noch sauber machen. Und dann können wir die einstellen. So, hier rein. Oh, was ist los hier? Einmal putzen. Mach mal einmal Schrubbi Schrubbi hier. Mach sauber das Ding. Sehr schön. So. Wir haben ihn sauber gemacht. Wir haben ihn repariert. Naja, ich weiß. Verlasse deinen Wagen und verkaufe ihn. Machen wir nur glatt. Ja. Sehr schön. So, mal gucken hier. 977 haben wir noch. Oha. Müssen wir mal ordentlich was kriegen für die Kiste hier. 5002. Ja, 8 haben wir reingesteckt. 4, 8 haben wir reingesteckt, wo wir 8000 haben. Na komm, 8. 5 müsste auch noch gehen, ne? Das ist schon knapp. 8250, das ist zu viel. 2 ist zu viel. Dann machen wir 8000. Scheiß drauf.
Gut, haben wir auf jeden Fall Gewinn gemacht. Ist doch nicht schlecht. Das heißt, wieder warten, bis hier eine kommt. Achttausend für dieses wunderbare Traumauto. Na los, kommt schon. Na los, kommt schon. Kommt euch noch einer angewatschelt, oder? Sieht ja gerade nicht so aus, ne? Aber können wir denn hier noch irgendwas an unserem Büro machen? Na, das die sieht hier drin so schäbig aus. Na, gucken wir mal, Galerie sein. Oha. Oha. Innenwand? Oh ja, das sieht ja schon viel besser aus. Außenwand? Ja, lässt sich was gestalten. Galerie-Updates? 150.000 für das Luxusbüro. Ja, kriegen wir auch noch hin. Also wie gesagt, man kann eine ganze Menge schon machen in der Demo. Und ich warte ja eigentlich schon auf den Early Access, dass der endlich rauskommt. Da hätte ich ja voll Bock drauf. Also ich muss sagen, es macht schon echt Laune. Aber es ist halt, wie gesagt, noch eine Demo. So, jetzt wollen wir mal gucken, was er hier sagt. Weil mit den 8 Scheinen einverstanden ist. 8 große. Oder aber sagt, nee, du kannst mich mal. So, hier, komm, daran hier. 6-3 bist du nicht ganz, Knusper. Verpiss dich, Junge. Ich glaube, dir steht wohl was zu eng. Das kannst du dir mal sowas von abschmatzen, geschmeidig. Ich glaube, das wird ja wohl nichts hier. Nun gut, aber das soll es erstmal gewesen sein. Ihr habt den ersten Einblick gekriegt. Wenn ihr Bock drauf habt, sagt es mir einfach. Daumen, Abo, wenn ihr Bock drauf habt, immer da lassen, immer gerne gesehen, genauso wie ein Kommi. Macht das einfach mal, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.